Josef Kisch hatte das Gefühl, dass man das Erbe der Ahnen nicht vergeuden darf. So begann er in Jing und seiner Umgebung die Gegenstände des Ungarndeutschtums zu sammeln. Also kurz zu meiner Person. Ich bin von Jing gebürtig. Mein Vater stammte von Jing, die Mutter war von Waschat. Und ich erzähle das sehr gerne, dass ich von Jing sehr viel noch von früher wissen kann, weil meine alte Großmutter sonntags immer die Freunde bei sich eingeladen hat. Und das war jeden Sonntag so. Und dann habe ich als Kind da sitzen dürfen und ich habe vieles, vieles also von Jing erfahren. Und dann fragen die Leute, woher weißt du das alles? Sag ich, ja, die alte Großmutter war noch geboren 1896 und sie kannte Jing in- und auswendig. Schönes wie Schlechtes, Gutes wie Schweres. So, also ich habe 1998 war ich hier in Jing zu meinem Heimaturlaub, weil ich sonst in Deutschland Lehrer bin und ich kann nur in den Ferien heimkommen. Und dann waren die Döbrekeser Kaufleute durch Jing gefahren und haben gerufen, haben Sie Bauernmöbel, haben Sie Schwabenmöbel? Sag ich, ja. Dürfen wir uns das anschauen? Sag ich, nein. Und dann ist es mir durch den Kopf gegangen, was bleibt denn in Jing, wenn wir alles hier verkaufen für wenig Geld? Und die alte Großmutter hat immer gesagt, ja, es war ja alles so schön, wie die Deutschen noch daheim waren. Ja, die Deutschen mussten 48 zu Ostern Jing verlassen. Ja, und hier blieb halt eine Handvoll noch. Und sie haben dann sehr zusammengehalten, also die noch geblieben sind. Aber das war nur der Zusammenhalt in der evangelischen Kirche sonntags zum Gottesdienst oder bei der reformierten Kirche zum Gottesdienst. Das Besondere am Material ist, dass Josef Kisch vieles in Deutschland sammelte und von den dort lebenden Ausgesiedelten zurück nach Ungarn brachte. Und dann habe ich angefangen, ja, was mache ich denn? Und in Waschat war eine nette Familie und die wollten nach Höjes ins Altersheim gehen. Und sie haben gesagt, der Josef Kisch soll kommen, der will doch alte Hänfnetücher, der will doch alte Sachen haben. Und so bin ich auf Waschat. Und dann hat die Frau Kern ein schönes Halstuch rausgeholt. Und dann sage ich, wo sind die anderen Teile von der Tracht? Und dann sagte sie, ja, mein Kind, das ist in Deutschland. Frag doch in Deutschland. In Ungarn waren die armen 50er Jahre, wo wir nichts mehr haben konnten oder vieles umgeändert haben, neu genäht haben. Und so haben wir nichts mehr. So. Und dann habe ich in Deutschland, in Frankfurt, viele Warschauer Bekannte gefragt. Und dann, durch Mundpropaganda ging es weiter. Und so konnte ich dann sehr, sehr viel Schönes, Altes zusammensammeln. Und dann, was mir besonders am Herzen liegt, das sind die zwei Großen, die hier vorne stehen. Das sind echte Jönker nachgenähte Puppen. Und diese Puppe mit dem roten Oberteil ist jetzt zu der Ausstellung fertiggestellt worden. Und gestern war die Frau von Sexart, die Till Janoschne, die Marika hier, und hat die Puppe extra für diese Ausstellung fertiggestellt. Und die andere hat sie vor 10 Jahren vielleicht fertig gemacht. Und dort ist die Schürze noch original und das Handtuch. Und die Schürze war von Kisch-Dormaasch und das Handtuch von Kolosno. Und sonst aber die ganze Tracht ist nach einem Jönker-Originalstück nachgenäht worden. Also ich sammle gerne durch ganz Ungarn oder über das Gebiet von Altungarn. Und ich habe gute Kontakte in Deutschland zu Siebenbürgen-Sachsen und auch zu den Bartschka-Schwaben. Und so sind einige Puppen aus der Bartschka sogar, was heute die serbische Bartschka ist, aus Bukin. Und das Schöne ist das Marienmädchen mit dem weißen Gewand. Und das Marienmädchen hatte eine reiche Tradition, weil die Katholischen feiern doch Maria Himmelfahrt, 15.8. Und dann hatten die eine Prozession. Und die Mädchen, die die Marienstatue als Himmelskönigin getragen haben, die haben sich immer so weiß angezogen, ohne Schürze, aber so schön weiß war ihre Tracht. Auf der Eröffnungsfeier traten Schüler und Lehrer des Jinka Lajos Stolnai Gymnasiums auf.